Morgen, morgen, Mensch Midgards. Es ist wieder Demo-Montag und heute schauen wir uns mal FlyCorp an. Jo, schauen wir mal gucken. Wir haben hier merkwürdige Reihenfolge. Erst kommt der Entwickler, dann fliegen wir zum Spielladen, dann geht's zum Spielen, Einstellungen und Verlassen. Ja, Einstellungen, die üblichen Sachen, nichts Besonderes. Ja, wir fangen aber einfach mal an und spielen das Ganze. Du scheinst zum ersten Mal FlyCorp zu spielen. Ja, das stimmt. Möchtest du das spielen? Komm, wir machen mal. Laut. Laut. Machen wir mal die typischen 50% anwenden. Manchmal sind sogar nur 20 oder so, weil manche Spiele so pervers laut sind. So. Was haben wir denn hier? Wir haben 700 Tacken. Wir sind. Schweiz kommt in 5 Tagen, 5 Minuten. Noch was? Heute beginnen wir mit der Entwicklung unserer Passagierfluggesellschaft. Wir werden Strecken bauen und wichtige Entscheidungen treffen. Baue ein erfolgreiches Verkehrsnetz auf der ganzen Welt auf. Meine Güte. Schokolade hat ein bisschen gedrückt gerade. Zu viel gegessen. Wollte den Rest mal loswerden. So, wieder zurück zum Spiel. Um die Karte zu bewegen. Oh mein Gott, ich kann die Maus benutzen. Und WASD. Woo! Innovation! Verzeiht meine Euphorie. Oh, ich kann mit dem Rad skalieren. Oh, geil. Oh. Hast du jetzt angenommen? Achso, jetzt soll ich auf Frankfurt am Main zum Held der Steine drücken oder was? Der braucht mal Flugzeug wieder. So, hier siehst du eine Liste der Städte, die Passagiere fliegen wollen. Die wollen nach Berlin. Einer will nach Berlin oder was? Jetzt wollen nur noch nach Stuttgart und nach Hamburg. Was sind denn das für? Also wirklich. Noch irgendwas? Ja, und jetzt? Oh, ich glaube, ich hätte das so Tobi weglassen sollen. Aha. Kann ich das noch überspringen? Sobald das Flugzeug am Zielort angekommen ist, erhältst du Geld. Dein Geld wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Ach, wirklich? Habe ich auch nicht erkannt mit den, an den Dollarscheinen, ey. Also kann aber eine große Summe passt hier oben rein. Ich finde gut, dass das nicht nur weiße Flächen sind, sondern so ein bisschen Papieroptik hier. Also. Ja. So Notizblöcke so ein bisschen. Gut. Kriege ich also Geld, wenn er darüber fliegt. Wieso ist denn das Flugzeug gelb? Hat er nicht mehr genug Sprit oder was? Achso, erstmal weiter. Ja. Hau ich sie. So, die Symbole der Städte und Flugzeuge ändern sich. Ändern ihre Farbe je nach Auslastung der Passagiere. Bedeutet, grün ist leer, rot bedeutet voll. In der Einstellung kannst du die Farben mit dem Farbenblendenmodus wechseln. Ja, ich mache alles grün. Dann gibt es nur eine Farbe, dann ist egal, was ich sehe. Noch einfach drüber ziehen und im Flugzeug drücken. Okay, schick, super einfach. Sehr gut, du siehst, dass Passagiere, die vom Hamburg nach Frankfurt fliegen, wollen per Transitflug zuerst nach Berlin fliegen, weil es keine direkte Verbindung gibt. Deshalb erhöhen sich die Auslastung des Berliner Flughafens. Du erhältst dein Geld erst, nachdem die Passagiere ihr Ziel erreicht haben. Okay. Mache ich auch so. Ich sage, ich will nach Peking fliegen und dann fliege ich aber über 5 andere Länder und bezahle erst beim letzten. Aber ich komme beim letzten einfach nie an, weil ich davor schon 5 Mal Urlaub gemacht habe. Verbinde jetzt Stuttgart und Frankfurt. Oh, und alle freigeschalteten Städte zu verbinden. Okay. Machen wir. Hier, da. Oh, der ist rot. Der ist voll ausgelastet. Verbessere das Flugzeuglevel, um die Kapazität zu erhöhen. Öffne Berlin, Pop-up. Oh, Berlin. Jetzt ist es wieder grün, Berlin. Grün ist sowieso so ein Berliner, so ein grünes Puff. Nee. Okay, simpel, also farbenmäßig. Okay, und die Flugzeuge drücke ich auch an und verbessere diese. Ich kann es auch verkaufen, wieder, okay. Warum auch immer ich das machen sollte. Sieht Frankfurt beschissen aus, also machen wir Frankfurt weiter. Wenn du auf die strichelte Linie klickst, werden der Name der Strecke und die Flugzeuge, die auf der Strecke fliegen, angezeigt. Okay. 51 von 50 Passagiere. Frankfurt am Main nach Berlin. Okay. Noch irgendwas. Die Leistung des Verkehrsnetzes kann auch durch mehrere Flugzeuge erhöht werden. Wähle eine Strecke und kaufe ein neues Flugzeug. Neues Flugzeug kaufen. Da haben wir zwei. Der eine. Oh, da wird aber viele Flugverkehr sein hier. Zwischen Frankfurt und Berlin. So. Einzelne Szenarien und Spielmodi haben unterschiedliche Siegbedingungen. Im Modus Entdecke die Welt musst du beispielsweise ein neues Territorium freischalten, bevor der Timer abläuft. Ich muss Schweiz kaufen, okay? Musst du beispielsweise Hamburg, bevor der Timer abläuft. Der Timer mit dem Namen des Territoriums befindet sich in der rechten oberen Ecke. Ach, wirklich.
Wenn du nicht weißt, wo sich das Territorium befindet, kannst du auf den Timer drücken. Wo ist die Schweiz? Ach, da ist die Schweiz, Mensch. Schalte Territorium frei, indem du auf die Oberfläche drückst. Hab ich gerade. 300 Tacken brauche ich. Habe ich nicht. Mal vorspulen. Ich habe noch eine Minute 30. Jetzt müsst ihr aber mal ein bisschen Ballett machen hier oben. Fliegt mal, Leute. Fliegt. Ich habe noch eine Minute. Gleich verloren das Tutorial. Ist einfach zu hart das Spiel. Achtung, weniger als eine Minute. Ja, was soll ich denn machen? Oh, jetzt. Okay, scheint also auch wieder so ein Zeitgang zu sein wie letzte Woche. Also ich habe immer noch die gleichen Sachen, weil ich das hintereinander aufnehme. So, wenn neue Städte freigeschaltet werden und dein Flughafen fast ausgelastet ist, werden Meldungen angezeigt. In diesem Fall müsstest du handeln. Tippe auch die Meldung, um zur Stadt zu gehen. Okay. Habe ich jetzt aber nicht. Es treten auch unvorhergesehene Situationen ein. Auf bestimmten Umständen hast du keinen Einfluss. In Frankfurt am Main wird ein Feuerwerksfest veranstaltet. Refill, Umweltverschmutzung. Die Zahl der Passagiere, die in der Stadt reisen wollen, verdoppeln sich eine Woche lang. Alle wollen nach Frankfurt am Main. Ja, die denn hier auch noch von Bern. Kommt von Bern auch nach Frankfurt. Alle nach Frankfurt. Nächstes ist Dänemark. Wo liegt hier Dänemark? Ist das Dänemark? Ich weiß nicht, wie Dänemark drauf. Laut. Laut. So, wir abgeschlossen. Nur starten. Ja, das muss ich nochmal machen. War zu schwierig. Okay, haben wir alles verstanden, aber der Zaun ist mir zu laut. Pelzen wir mal fleißig runter hier. So. Entdeckung der Welt. Demo. Spiele ohne Limits. Szenarien. Diesen Modus musst du alle 6 Minuten ein neues Territorium freischalten. Ja, hat er mir eben schon erklärt. Ab nach Flycroop. Okay, dann wollen wir mal gucken. Das hier war erstmal eine gute Verbindung, finde ich. Das fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Och, kein Geld mehr. Schon pleite. Das geht aber schnell, du. Man hätte gar kein Geld in dem Game. Spul mal vor, weil das dauert ja ultra lange. Wollen die Stuttgarter irgendwo hinfliegen? Hauptsächlich nach Frankfurt. Gut. So, könnt ihr jetzt auch machen. So, die haben wir ja. Wollen die irgendwo hin? Naja, hier ist noch nicht viel los. Vielleicht nachher nach Frankfurt rüber direkt. Noch 23. Berlin müssen wir anscheinend aufwerten, wa? Wobei, nö, geht wieder. Aber der Flieger hier ist voll. Den pimpen wir mal auf. Okay, gut, das spielt ja. Also, ich muss durchklicken bisher. Aber wenn ich mir das vorstelle, auf der ganzen Welt das zu machen. Ein populärer Stadtblogger hat einen Videobericht über die Flughäfen in der Stadt Berlin veröffentlicht. Jetzt kommen viele Besucher, um sich den Flughafen mit eigenen Augen anzusehen. Der Berliner Flughafen, der wird auch noch gebaut. Ach nee, das hätte doch mal mitschreiben können in seinem Artikel. Oh, jetzt gibt's was zu essen. Ich weiß, der war schlecht. So, ihr wollt hier runterkommen. Alles an nach Frankfurt. Und von Essen nach Berlin. Wieso hat Berlin jetzt hier so eine Dinger drauf? Weil jetzt mehr Leute hier hinkommen wollen. Aus Essen wollen die hauptsächlich kommen. Oder wollen nach Essen. Naja, dann machen wir noch eine Verbindung zwischen. Perfekt. So, will ich von Hamburg auch nach Essen? Nee, ich wollte Hamburg andrücken. Ja, tatsächlich. Also kann man hier auch noch eine Verbindung machen. Alles kreuz und quer hier. Das müssen richtig schön viele Verbindungen werden. So, von Stuttgart, wo wollt ihr denn hin? Nach Hamburg und nach Berlin. Oh shit. Ich muss die Holländer freischalten. Das waren schon 6 Minuten? Ich spiele das doch noch keine 6 Minuten. Das ist doch Veräpplung hier. Die Zeit rast ja. Habe ich vollspult die ganze Zeit? Was ist denn das hier eigentlich? Stadtverkehr zugenommen. Ach, für Berlin, ja. Noch 2 Minuten 50. Komm von Amsterdam nach Essen. Erst kiffen und dann Fressflächen essen. So, ab rüber. Frankfurt ist schon ein bisschen jaub. Die wollen hauptsächlich nach Berlin. Was gibt's denn in Berlin, ey? Bloß weil da irgendein Blogger was geschrieben hat, fliegt doch nicht nach Berlin. Und vor allen Dingen fliegen die alle. Könnte ich mit Fahrrad fahren? Ach ne, haben wir ja keine Fahrradwege. Gibt's nur in Peru. Oh. Ja, muss ich jetzt hier was aufwerten? Komm, wir machen Berlin nochmal aufwerten. Die haben's nötig. Und danach machen wir Frankfurt aufwerten. Und wir müssen Frankreich freischalten. Wo ist denn Frankreich? Ist das hier Frankreich? Oh Mann! Wo ist nochmal Deutschland? Ach hier. Nein, nicht ganz so viel, aber okay. Österreich. Ach Mann, was ist mit mir heute los? So was Schokoladiges. Luxemburg.
kostet 321 und Jan Frankreich kostet auch 321. Also vollkommen egal, was ich freischalte. Ich kann auch einfach so freischalten, random? Nee, ich muss immer an mir angrenzen oder was? Ja. Das scheint so zu sein. Wobei, ich kann auch schon Schweden nehmen. Naja, vielleicht hier wegen Wasser dazwischen. Okay, ist jetzt hier noch was los? Mach mal ein bisschen schneller hier. Ich brauche Geld für Frankreich. Beziehungsweise München, die wollen doch bestimmt auch irgendwo hin. Nein, nicht wirklich. Gibt es noch mal irgendwie eine andere Übersicht? Nö. Nachher ist das ja viel zu voll, da checke ich doch gar nicht mehr, was los ist in dem Game. Das ist Normaltempo, okay. Ach, ich spule die ganze Zeit, warum geht das so heftig? Bei mich sieht das ja einfach nur ein Playbutton aus. Aha. Die Welt steht unter dem Schock einer Finanzkrise, das war ja wieder klar. Ey, die Passagiere müssen Geld einsparen und fliegen seltener. Unsere Finanzabteilung empfiehlt, die Ticketpreise für eine Woche um die Hälfte zu senken. Damit wir das aktuelle Niveau der Passagieraufkommen halten können. Wieso, dann ist das Flugzeug halt nur halb so voll. Laut den neuesten Prognosen wird sich das Passagieraufkommen eine Woche lang um dreifach verringern, wenn wir den Preis nicht senken. Ach so, den Preis eine Woche lang auf die Hälfte reduzieren. Ja, dann machen wir noch Gewinn, ja, das können wir machen. Hannover. Wo ist denn hier die richtigen Städte? Wo sind denn hier die richtigen Städte? Also Hannover ist doch keine richtige Stadt. Haben wir schon. Alles aus dem Ring klatschen. Wir haben noch eine Minute Zeit. Zack. Jetzt haben wir für Österreich 7 Minuten. Eigentlich nicht, aber ja. Das ist witzig. Das fetzt aber. Es sieht zwar noch nicht aus, aber irgendwie ist das geil. Ich weiß auch nicht. Der hier ist öfter mal voll gewesen anscheinend. Gibt es nicht eine bessere Übersicht für die Dinger? Ich brauche mal ein bisschen Geld, Leute. Macht ihr hier? Ihr müsst arbeiten. Okay, spawn einfach immer mehr Städte. Während ich hier nebenbei auch noch mich erweitern soll. Okay. Simples Spielprinzip. Hier sind etliche Flieger so voll. Boah, was ist denn das hier? 100 Leute drin. Fuck, wie viele Leute wollen denn nach Paris? Was? Essen ist voll, muss überladen. Da, Essen aufwerten. Hamburg sieht auch nicht so geil aus. Was? In Frankfurt am Main wird ein Gartenfest veranstaltet. Hä, die haben noch gar keine Gärten in Frankfurt. Das ist doch alles nur Bankenviertel. Die Zahl der Passagiere, die in der Stadt reisen wollen, verdoppeln sich für eine Woche. Auch noch. Ist da unten Nizza. Flieger voll. Ich erwische die Lösung noch nicht so schnell. Oh Gott, Paris stirbt. Das muss ich bauen. Österreich. Wien nach München. Ach komm. Alle rüber zum Oktoberfest. Ist ja quasi Heimat hier unten. So. Italien ist das nächste. Wenn ich jetzt auch noch Italien andrücke, kriege ich denn noch mehr Zeit? Ja, tatsächlich. Ich gewinne also so ein Plus. Okay, hätte vielleicht noch nicht machen sollen. Ich wollte es mal wissen. Ab nach München direkt von Rom. Die Strecken werden halt immer teurer, weil die so weit weg sind. Vor allen Dingen hat Italien nur Rom, ey. Naja, irgendwann kommt schon noch dazu. Es ist anscheinend immer erst die Hauptstadt, denn die restlichen Sachen nach und nach würde ich mal so tippen. War ja hier mit Berlin mehr oder weniger auch so. Aber ich hätte gerne eine bessere Übersicht. Weil ich habe hier etliche Flieger und so, die voll sind. Gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit? Ja, ich weiß, wo das Vereinigte Königreich ist. Gibt es hier nichts? Eine Übersicht? Inventar? Map? Fuck. Warte mal, wir machen nicht so schnell, dann kann ich vielleicht die Flugzeuge auch mal treffen. Ja, haben wir gerade gesehen, München und erweitert. Oh, der Flieger ist schon wieder voll, ey. 100 Mann fast drin. Ich brauche mal ein bisschen Geld. Ich finde es immer witzig, wie die USA, dieses kleine Kackland, also was heißt klein?
gegen Kanada so abstinkt, wie groß das ist, genau wie Russland, wie riesig das ist. Es ist halt bloß die Entwicklung in den Gebieten, ist halt total unterschiedlich. Wenn man das mal auf der Karte sieht, wie groß Polen einfach mal ist. Mailand! Ab noch da drüben, wir haben ein bisschen Zeit gewonnen. Shit, was ist hier jetzt noch? Stadtverkehr in Frankfurt, ja. Ist hier mit Lyon? Komm, machen wir auch mal noch ein bisschen. Frankfurt müssen wir noch ein bisschen aufwärmen. Ach Gott, hier muss das Geld echt besser verteilen. Hier, da unten, der da ist zum Beispiel auch schon wieder voll. Da wollen mehr als 20 Mann lang fliehen. Und der hier ist auch schon ziemlich dicke belegt. Verstehe ich auch. München ist halt auch schon zu so einem Knotenpunkt jetzt geworden. Paris müssen wir weiter aufpimpen. Wir spulen ein bisschen vor. Ich glaube, das ist fast zu langsam. Aber fürs Aufwerten ist es halt nicht schlecht. Hier, der hier ist fast wieder voll. Der hier ist fast wieder voll. So, was ist, wenn wir doch nachher langsamer machen und gucken mal so ein paar andere Sachen noch durch. Wo wollen die überhaupt alle mal hin? Wenn die hier über Frankfurt fliegen, können wir das irgendwie gucken? Von Frankfurt wollen sie hauptsächlich nach Berlin. So, aber wie sieht es denn hier unten aus? Die Römer wollen hauptsächlich nirgends hin. Nizza will hauptsächlich nach Paris. Und darum fliegen sie über Lyon. Lyon will hauptsächlich auch nach Paris, Amsterdam und so. Okay, wir könnten hier direkte Verbindungen natürlich von Amsterdam nach Paris noch machen. Und hier nach Berlin. München mal aufpimpen. Ach, kein Geld. Was kostet überhaupt das nächste Örtchen? 393, okay. Haben wir noch 9 Minuten Zeit. Ich hätte gerne eine bessere Übersicht, welche Flieger ich alle habe und so. Amsterdam muss größer werden. Wir wollen hauptsächlich nach Paris, aber das habe ich doch schon gemacht. Mittlerweile. Also der Flieger ist vielleicht ein bisschen klein, komm. So, die Mitarbeiter des Flugzeugherstellers haben zum Streik aufgerufen. Der Preis der neuen Flugzeuge steigt und die Kosten für die Verbesserung von Flugzeugen verdoppelt sich eine Woche lang. Woran sehe ich, wenn hier eine Woche um ist? Einfach nur, wenn das hier voll ist. 6 Minuten oder was? Jetzt habe ich noch einen neuen Flughafen in Marseille. Och nee, ey. Wo wollen die überhaupt hin? Nach Mailand oder nach Nizza? Das heißt, ich muss ja eigentlich hier verbinden. Das ist alles gerade so teuer, will ich eigentlich nicht. Wie lange ist das noch teuer? 5 Minuten noch. Und dann warten wir mal noch ein bisschen ab. Aber lieber Stuttgart verbessern. Und Berlin. Oh, warte, halt, hier ist noch ein kaputtes, ein rotes Flugzeug drin. Von Amsterdam. So vielleicht. Hier, die sind auch ziemlich beschissen. Ach du Scheiße. Ich brauche halt Geld. Was ist hier mit Rom los? Muss ich die überhaupt verbinden oder kann ich die einfach lassen? Gibt es hier so einen Fortschritt unten? Da warten einfach schon 10 Mann. Achso, ich muss also warten, bis da 50 hocken und dann muss ich sie wegfliegen. Wie lange hält der Quatsch hier noch? Noch 4 Minuten 50. Dann warten wir 4 Minuten 50 und bauen dann das neue Flieger. Wobei, ich habe auch schon ein paar aufgewertet, ja. Scheiß drauf. Komm, halt's los. Ist aber dolle teuer, wenn ich bitte. Scheiß drauf. Ich konnte auch gar nichts machen. Warum habe ich nur den 12.622. Platz belegt? Schade. Scheiße, das Spiel fällt mir irgendwie. Ist das witzig? Das ist halt so simpel, dass es irgendwie wieder cool ist. Ich kann Szenarien machen, ja, ohne Limit spielen, ja. Ich frag mich, was die anderen Szenarien alles so noch haben, denn. Die Coronavirus-Pandemie gibt's ja auch. Hurricanes und Probleme im Flugzeug, jedes Szenario ist einzigartig.
Wirklich? Muss man das ja auch noch mit reinpacken? Oh. Suche historische Toren der Welt freizuschalten und misst dich mit anderen Spielern? Entdeckung der Welt? Ja, ich mache natürlich nach links Blätter und nicht nach rechts. Spiele ohne Limits? Shit. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nur das hier spielen. Verdammt. Ich will nochmal. Sie haben aktuelles Spiel. Fortsetzen. Ich kann weiterspielen. Oh, gut, dass ich noch nicht aufgegeben habe. So, komm, wir holen uns hier. So, ich kann kein Tutorial mehr holen. Ich muss also spielen. Ich muss einfach weiterspielen ohne die Briten. Ich habe also noch 7 Minuten Spielzeit. Die müssen wir jetzt auch rausholen. Schade. Oh. Warte mal, ich stoppe mal kurz. Das mache ich mal, was nachschauen. Was kostet denn der Spaß? Das Spiel kostet 8,39 € gerade. 30% bei mir noch. Bis 27. April. Wenn die Demo online geht, könnte es natürlich knapp sein. Die kommt nämlich am, ich glaube am 29. kommt die. Dann ist die vor 2 Tagen nicht mehr im Angebot gewesen. Ja, vielleicht gönne ich mir das Spiel nachher noch. Aber ich habe zu viel eigentlich. Ich habe gar keine Zeit für sowas. Für sowas Simples wieder. Ach, Kacke. Mal gucken. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Hier, Marseille habe ich doch noch gebaut gehabt. Achso, der Speicherpunkt ist da. Hm. Ich will eine Verbindung noch schaffen. Möglichst viele kommen. Alles hinklatschen hier. Wir haben ja gerade teure Flugzeuge, da muss ich das lohnen für die Hersteller. Scheiße. Stuttgart wollen hauptsächlich nach Essen, na denn, Direktflug. München wollen hauptsächlich nach Rom. Kein Geld für da, gibt keine Römer mehr. Wien, wollt ihr irgendwo hin? Das geht ja noch, da ist nicht so viel los in Wien. Was muss verbessert werden? Ja, sieht beschissen aus. Och Mann. Kann ich nicht einfach die Schweiz kaufen, statt das Vereinigte Königreich? Die haben wenigstens Geld. Dann kann ich die Flugpreise wieder hochsetzen. So, wollt ihr aus Essen irgendwo hin? Nach Berlin. Haben wir doch. Ist ja kein Problem. Was ist hier mit dem Flieger los? Machen wir den ausbauen. Hier unten los. Ausbauen. Mailand wird voll. Ausbauen. Wo wollen die hauptsächlich hin? Nach Nizza. Machen sie doch. Ist doch perfekt. 400 Tacken. Meine Güte, ey. Die wollen aber Flieger verdienen hier. Hier, was ist hier los? Der ist auch schon wieder voll. Müssen wir. Hier unten, da, der kommt ja schon gar nicht mehr vom Ort hier. Ich wollte von hier nach Marseille. 36 Leute wollen wir noch hier unten. Was ist denn hier unten los so toll ist? Die Flieger denn auch langsamer, wenn die so voll sind? Die wirken immer so, als wenn die so ultra lame sind. Ist auch schon fast voll, Willer. Na hier, der startet immer volle Karache. Da warten immer noch 28, wollen alle nach da unten. Ich habe nur noch 4 Minuten Spielzeit. Nein. Neuer Flughafen. Scheiße. Das ist billig, geht. Hab schon Angst gekriegt. Ach Mann, ey, ist es noch so viel zu fliegen hier? Warum gibt mir die Demo nur so wenig Möglichkeiten? Ja, ich verstehe das natürlich, aber. Wie soll ich sagen? Ich denke mal, dass die Szenarien nachher das Spiel nochmal ein bisschen ausmachen. Und da wäre es doch irgendwie cooler, wenn man wenigstens diesen Modus hier einfach in der Demo komplett spielen kann. Und dann die ganzen Szenarien quasi der Kaufgrund sind.
frage mich, wie fett kann ich denn den Flieger eigentlich aufwerfen? Wie viel passen da nachher rein? 1000 Passagiere? Oder sind es dann einfach 10 Flugzeuge, keine Ahnung, von München nach Rom? Ich hab kein Geld. Mach mal Geld, Leute. Ich brauch Geld. Ihr wisst, wie das aussieht, ja? Ihr müsst mal was zahlen hier, komm. Danke. Ach, das ist schon wieder so ein dummes, simples Spiel, was einfach schon wieder absolut bockt. Das ist halt manchmal so eine geile Ablenkung. Hier, 200 Tanken. Danke. Vor allem im Flug wird er aufgewertet. Die machen den im Flug. Da muss noch ein bisschen Platz dran. Hat auch jemand ein paar Sitze parat? Ja klar, haben wir im Gepäck. Nehmen wir einfach mit. Nicht erst, wenn er landet, macht er einfach im Flug instant. Ist auch geil. Guck mal, der fliegt 1,5 mit 100 Leuten. Oder nee, was heißt das hier? Der muss ja irgendwie, oder? Weil hier passen nur 50 drin. Vielleicht hin und her. 1,5? Nee, ich wollte den Flieger treffen, den kleinen. Immer so ein kleinen Flieger. 1,2. 2. Irgendwas in Deutschland, dann die Olympischen Spiele auszutragen, die Zahl der Passagiere zu den Spielen fliegen möchte. Verdreifachen sich. Shit. Nach Essen. In Essen sind die Olympischen Spiele. Oh nein, die Römer. Die Römer. Mailand, alles auf Mailand. Die wollen nach Salerno, Nizza, Rom. Komm, Direktflug. Spart ein paar Leute. München ist auch so. Ach so, alle deutschen Städte. Oh. Checke ich jetzt erst. Trotzdem müssen wir Amsterdam. Wir brauchen ja für die ganzen Touris ein bisschen Stoff. Damit die mehr Geld ausgeben. Fressfleisch und so. So, Rom wird noch ein bisschen aufgepimpt. Die machen die ganzen Flughäfen aufwerten. Wir haben noch 2 Minuten. Nein! Eine kurze Demo heute, aber. Letztes Mal habe ich ein bisschen überzogen, finde ich. Aber die Spiele verbocken halt auch immer so plump, wie sie sind. Attacke. Mehr Flugzeuge. Da unten. Was ist mit dem los? Während des Flugs einfach umbauen den Flieger. Was? Florenz? Ach nö, wo wollten wir hin? Nach Rom. Dann fahrt man erstmal nach unten. Also, das hätte fahren, fliegen. Komm, nach Mailand könnte auch direkt. Und nach München habe ich heute auch noch eine ganz schicke Sache. So, direkt nach Nizza können wir dich auch noch fliegen lassen. Hat genau gereicht das Geld in dem Moment, wo ich sie drückt hatte. So, dann ist da unten der Verkehr zumindest ganz schick geregelt. Den müssen wir aufwerten hier, da ist ja nichts mehr los. Den müssen wir noch aufwerten. Ich frag mich, wie du das nachher spielen willst. Das geht ja gar nicht. Du kannst ja voll die Challenge machen. Es muss doch dafür noch eine Übersicht geben. Du kannst doch nicht die ganze Karte nachher im Kopf scannen und jeden Flieger einzeln andrücken. Ich glaube 400 und eine dicken Bombe hier nochmal auf. Und sie rennen einfach immer dicker. Geil. Am Anfang fliegt da so ein kleiner, weiß nicht, so ein kleiner Reisebus, so quasi mit Propeller dran, einfach nur. Und nachher fliegt ein ganzes Hochhaus so lang. Oh, hier unten, der ist voll. Oh, alle wollen sie weg aus München. Was ist denn da los? 31 wollen von München nach Rom. Die sammeln sich da jetzt an, ja. Und nach Salerno wollen sie auch. Bis nach da unten, also. Warum kriegt er direkt Flug? Das nicht geil ist, oder? Hier, der beste Chef der Welt hier. Nein, ich schaffe das Vereinigte Königreich nicht mehr zu kriegen. Geld! Nein! Das war jetzt zu erwarten. Ich konnte es mir ja nicht kaufen. Problem, Zeit haben wir einfach keine Punkte mehr gemacht. Sehe ich hier. Neuer persönlicher Rekord. Na, willst du was? Noch ein paar Minuten raus und ein paar Punkte zu machen, um noch ein bisschen zu zocken, kostenlos. Gut, jetzt muss ich überlegen, ob ich mir das noch schnell gönne. Ich sag erstmal noch einen schönen Montag. Bis dann. Ciao, ciao.